Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit PvP. Das, was ich überhaupt nicht mag in Destiny 2, was ich halt komplett Müll finde. Wir gehen trotzdem mal rein wegen Sparrow-Kontrolle. Da kann man mit dem Sparrow durch die Gegend fahren. Ganz toll. Was ihr da machen müsst, ist genau wie andere Kontrolle-Spiele auch. Nur ihr könnt halt, wie gesagt, mit dem Sparrow rumfahren. Zudem sind erhöhte Schmerzsigerampunkte aktiv. Auch Gambit ist aktiv und Vorhut. Diese Woche kann man echt gut spielen. Wenn ihr keinen Bock habt auf Sparrow-Kontrolle, könnt ihr auch auf Normalkontrolle wechseln. Ne? Nicht vergessen. So, wir gehen mal rein. Ich habe ein Spiel schon gemacht und wurden hart besiegt. Das war wieder genau so eine Niederlage, wo ich keinen Bock drauf habe, sage ich ganz ehrlich. Da sage ich ganz ehrlich, das PvP zeige ich jetzt hier einmal kurz und dann ist gut, weil PvP ist halt einfach blöd. Sag ich, also Destiny 2 PvP ist halt Arcade pur, ja, also deswegen ist es doch kein E-Sport-Titel oder so, weil das, man kann es einfach nicht machen. Es ist einfach Build Order, Geschiete, dann Maus und Tastatur, Rumgeeier, dann kannst du da irgendwelche Waffen da konfigurieren, die dich ja auch irgendwie nach vorne bringen. Also es ist einfach zu viel rundrum Krimskrams im PvP, was man einstellen kann, um irgendwelche anderen Leute vorzuführen. So, und deswegen ist PvP halt für mich aktuell eigentlich nichts Wertvolles hier in Destiny 2. Man muss aber dazu sagen, Bungie hat schon angekündigt, die wollen zum DLC, glaube ich, wollten die PvP-Anpassung machen. Ich weiß nicht, ob das noch früher kommt, keine Ahnung, aber ja, das Matchmaking funktioniert nicht. Und ja, es ist einfach. Ja, ich weiß nicht, wer. Also es gibt Leute, die spielen nur Destiny 2 PvP. Ich lasse es eigentlich normal links liegen, weil geht gar nicht. Zudem muss ich dazu sagen, ich habe nichts konfiguriert hier, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise mich hervorhebt im PvP, sondern genau das Gegenteil. Ich habe nichts konfiguriert für PvP. Warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich keinen Bock habe. Was soll ich mir da einen zurechtfummeln, welche ich keinen Bock auf PvP habe? Könnte vielleicht einige Sachen erleichtern, aber ich habe bis jetzt keine einzige Build-Order großartig hier gespeichert. Ja, das ist einfach nur alles Mist hier, was ich hier gespeichert habe zum Teil. Ja, wie gesagt, das ist geht gar nicht. Also ja, probiert es einfach aus. Aber ein großer, ja, ist einfach nur ein Vorteil, mit Sparrow durch die Gegend zu fahren. Ich habe auch schon Triumph abgeschlossen, habe schon hier mit Sparrow ungenietet in der vorigen Runde. Das können wir gleich nochmal zum Ende angucken, wenn ich es nicht vergesse. Sonst ja, mal abwarten eben hier. Aber das ist PvP kitzelt mich ja auch aus der Reserve. Da drehe ich richtig am Rad und ich bin richtig sauer hier auf das Spiel dann. Ne? Also ist nichts, was irgendwie förderlich ist für irgendwas, sondern genau das Gegenteil. Ich bin einfach nur hart genervt dann und will eigentlich nicht mit Destiny 2 spielen, aber einfach keinen Bock mehr. Dann höre ich auch direkt immer auf. So, ja, könnt ihr mal Leute mal suchen hier, wäre ganz nett. Ich will jetzt nicht mehr langsam anfangen zu spielen. Ganze Zeit hier im Orbit rumeiern, hatte ich jetzt eigentlich keinen Bock. Vorhin hat es eigentlich ganz gut geklappt, bin sofort ins Spiel rein und ging alles fix, fix, fix. Jetzt geht gar nichts mehr fix, jetzt dauert es ewig und 3 Tage. Ja, was man hier nehmen sollte, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht soll man auch mal eine Schrote mitnehmen, keine Ahnung. Man weiß auch nicht, welche Map kommt und so. Ja, wie gesagt, das ist halt schwierig, schwierig, schwierig. Soll ich mal hier das nehmen vielleicht? Ja, ich bin nicht. Ja, ich bin halt da, was das angeht, nicht gut unterwandert hier, wollte ich gerade sagen. Unterwandert ist gut. Wie heißt denn das noch? Habe ich vergessen, im Wesen. Na egal. So, soll jetzt rein joinen hier, kein Bock mehr. Ich will jetzt mich fertig machen hier. Los, los, los. Keine Zeit, wenn wir andere Sachen spielen hier, außer Destiny. Los, los, los. Oh, dauert das wieder lange. Ich will doch eigentlich mal jetzt kurz eben hier die Aufnahme machen und dann will ich wieder raus aus dem Spiel. Wo ist das Problem? Ja, es geht los. Oh, ja, genug. Ja, siehst du, mit Meckern wird das, geht's weiter. Wenn man meckert, geht's immer weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh, ja, ich muss mir auch gleich wieder hart zusammenreißen, nicht rumzuhaten, weil, wenn es nicht klappt, drehe ich immer direkt am Rad, weil das kostet halt eben Lebenszeit. Ne? Ich will das hier schnell abarbeiten, abhandeln. Egal bei welchem Spiel das ist, wenn es nicht funktioniert, drehe ich durch. Und leider kann man PvP da nicht auf super easy stellen. Aimbot habe ich auch nicht drin, also das ist halt schon mal schlecht. Kernschmelze, Clover Spray. Mhm. Sind wir mit einer weniger? Also wenn wir bei Kontrolle einer weniger sind, ist das schon mal Mist. Ah, Kernschmelz ist gar nicht so geil. Wir sind einer weniger wieder. Wieder, ey. Genau wie vorhin auch schon, ey. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob es jetzt an der Tageszeit liegt. Ist aber Mittag eigentlich. Also Nachmittag so. Also eigentlich müssen genug Leute da sein. So, wie gesagt, jetzt könnt ihr hier Sparrow nehmen. Erobern und gleich direkt weiterfahren.
Was Zone A erobert. Also nicht vergessen, es ist hier Sparrow Rand, ne? Also ungefähr. Aber wie gesagt, wir sind hier noch. Es wird hier auf jeden Fall noch ein hakeliges Ding hier, glaube ich. Du hast Zone B eingenommen. Du hast den Zonenvorteil. So, sind die hier irgendwo? Ja, da kommen sie schon alle. Ja, ey, jetzt krieg ich wieder irgendwie random irgendwie einen Headshot. Oh. Ja, das ist mein Problem in diesem Spiel. Dass ich nicht weiß, mit was ich spielen soll, weil ich sonst immer direkt einen auf den Deckel kriege. Und das nervt doch richtig hart ab. Das macht dann auch keinen Bock. Dann will ich einfach Spiel nur deinstallieren und einfach nur aufhören zu spielen, weil das Spiel dann mich einfach nur abnervt. Also PvE ist ja noch einigermaßen okay. Ja, sag ich mal so. Aber PvP holt mich so ab, dass ich einfach keinen Bock mehr habe auf Destiny. Dann mache ich einfach 2-3 Tage Pause, ne? Weil mich das einfach nur abnervt. Das ist leider so. Ach komm schon. Hat mich wieder genatzt hier. Ja, ich bin ja kein guter PvPler. Ich bin ein Casual Player, wie gesagt. Ich drücke hier am Controller rum wie blöd. Was bringt's dann? Nix. Ja, ist klar, Alter. Oh, da kommt noch einer. Lass mich in Ruhe. Kurz warten, bis ein Ding aufgeladen ist wieder hier. Oh, ist ganz schön gebrüht hier. Verbrüht. Ja, guck mal. Der kommt ballern um die Ecke und kriegst sofort einen auf den Deckel. Was macht das? Macht das dann Bock, das Spiel? Nö, überhaupt nicht. Sei wie es ist. Es ist halt einfach ehrlich, ja. Da muss einfach Bungie gegensteuern. Ne? Bungie muss eine Noob liegen. Ey, ich habe nichts von mir gekriegt, ne? Nichts davon mitgekriegt. Ich bin einfach draufgegangen. Ich hatte keine Chance, irgendwas zu machen oder so. Ich bin einfach draufgegangen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie eingefroren. Ich konnte nichts machen. Aber Ace macht hier alles fertig. Das ist schon mal gut. Der Ace, der macht hier alles frikadellenmäßig fertig hier. Ach komm, ey. Wieder Doppel-KO. Ja, wenn man keine Zone einnimmt, kann übrigens nichts werden hier im Spiel, ne? Musst du auch drauf achten. Zone C verloren. Powerplay für deinen Feind. Ich nehme mal die andere Waffe rein. Ich weiß nicht, welche Waffen ich nehmen soll. Keine Ahnung, welche mich hier so weit nach vorne pushen, dass es okay ist und welche nicht. Du hast den Zonenvorteil. Irgendeinen Assist gekriegt. Aber sonst, wie gesagt, ist es. Wo sind die jetzt wieder alle? Zone C. Ich probiere jetzt erstmal die Zone zu verteidigen. Wie gesagt, mein Problem ist, wie gesagt, es ist PvP. Es ist einfach. Krampfmäßig bin ich hier unterwegs. Also ab und zu krampfe ich halt wirklich los hier und dann möchte ich einfach nur noch das Spiel löschen. Das ist leider so. Also ich kriege zwar immer Assists hier, aber mehr auch nicht. Also ich meine, gut irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Boah, Alter, guck mal, wie die spielen hier. Wie die spielen, Alter. Ich blick da überhaupt nicht durch. Die machen hier zack, zack, zack. Und hier rutschen hier. Und da haben wir das denn. Und hier. Und dann bam, boom, bam. Und dann guckst du doof aus der Wäsche und denkst so, wie machen die das? Ja, also ich verstehe ab und zu nicht. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ich meine, schön für die, aber. Für mich ist das halt ab und zu. Irgendwas aufgeschlossen. Ich meine, ich probiere mein Bestes, ne? Aber es ist einfach im PvP ab und zu nicht. Das sehe ich gerne. Genug. Genug ist das nicht. Genug. Warum ist das nicht genug? Ja, keine Ahnung. Der Feind hat den Zonenvorteil. Du hast haben wir auch nie unterweisen lassen, irgendwie so, dass ich sage, hier, ja, hier, machen wir mal eine Build-Order fertig oder so. Aber nicht gemacht. Oder sowas in der Art. Hä? Was war das? Habe ich jetzt nicht kapiert gerade. Das war jetzt auch wieder ein riesiger Fail von mir.
Aber ein richtiger Fail, nicht nur ein bisschen, ey. Das passiert leider ganz oft bei mir, sowas. Ich habe eigentlich, auf dem Radar habe ich die gesehen. Wollte die wegschnitzeln da, aber irgendwie waren die alle in irgendwelchen Ecken, haben wohl meine Super gehört, dass ich die aktiviert habe. Und dann haben die sich alle verpisst. Ah! Ja, ich hab einen erwischt, Alter. Hat er gerade oben die Dings aufgemacht? Hä, was ist das denn hier? Also ein Brunnen aktiviert und ging direkt drauf. Auch gut. Ja, ich probiere zumindest mein Team so zu, so zu unterstützen, dass ich ab und zu mal die Zone einnehme. Mehr kriege ich gerade eh nicht hin. Ja, ihr könnt hier schon mit dem Sparrow rumfahren. Wie gesagt, ich habe auch schon einen überfahren, wie gesagt. Wo ist der jetzt hin? Der war doch gerade auf dem Radar. Aber Ace killt hier alles weg gerade anscheinend. Was? Aber wie gesagt, gegen Ace hat wohl keiner eine Chance. Alles gut für mich, dann bin ich gleich den ganzen Ladaradachi erledigt. Dann brauche ich mich gleich erstmal nicht wieder reingehen. So, wir haben gewonnen. Aber es liegt nur an, lag nur an Ace. An niemand anders. Gucken wir uns mal kurz die Statistik an, aber ne, der hat hier alles abgeräumt. Das meine ich mit, ihr braucht nur einen guten Spieler im Team haben und schon habt ihr gewonnen. Deswegen ist es einfach nicht richtig. Ja, es ist einfach nicht richtig. So, wo ist Ace? Ace kriegt was von mir. Da ist er. So sieht die Statistik aus. Eins, ja, geht da noch bei mir einigermaßen. Das liegt aber daran, dass ich alle viele Leute angeschossen habe und dann halt immer die Assists eingesackt habe. Ja, guckt euch Ace an. Ace ist erster Platz, der hat alles weggefischt, die anderen hatten einfach gar keine Chance, also gar keine Chance. Und was soll das dann, ganz ehrlich? Also, es ist einfach nicht balanced und es ist einfach ein No-Go und demotiviert halt auch, vor allem wenn neue Leute hier reinkommen ins Spiel, die PvP mal eben testen wollen, ja, sie kriegen so einen auf den Deckel, dass man einfach keinen Bock mehr hat. Also man kann sich natürlich eingrooven, wie gesagt, eine Build-Order zusammenstellen, die richtigen Waffen tragen, schmieden, etc., etc., dass man halt ein bisschen besser dort aufgestellt ist im PvP, aber insgesamt ist es dann ab und zu richtig vorführen hier und macht dann nicht richtig Bock. So, danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal, danke für den Support und tschüss.